deswegen muss man da eigentlich auch rein supporten, weil der Kerl ist halt, also ich finde ihn turbo funny. Ich finde ihn halt des Todes witzig. So, und ich finde das Format halt auch super witzig. Das ist halt wie diese Fresh Ducks oder sowas, nur halt für Meinungsblogger. Und ich feiere dieses, ich feiere das. Also ich feiere das. Es geht los, meine Freunde der Sonne. Es geht los. Ich sag mal YouTube und ich schau nur auf die Likes. Im MC-Modus regt die Vibe, wer drückt wem den Twitch-Bahn rein? Öffne deinen Kanal, wer reagiert auf deinen Scheiß? Für das Cashback-Kids abziehen, ich starte ein Casino-Stream. Sag nicht deine Meinung, sonst bekommst du einen Strike. Community. War das gerade? Ein Casino-Stream. Sag nicht deine Meinung, sonst bekommst du. Leroy, militante Veganerin. Und dass es bestimmt Ding ist. Es ist bestimmt Marius. Ihren Mandrius. Ey, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Kommst du einen Strike? Community und Fans sind wichtig, weil die mir ja letztlich nichts bringen. Ich bin bei YouTube, vielleicht wirst du auch was reich. Instagram Capstar-Style. Also Leute, ich würde sagen, das war dann wohl mit Abstand, also wirklich mit Abstand die beste Seven Bosses. Digga! Why is this not enough? Als ob man das liest. At Capstar-Style. Natürlich liest man das. Live Songs Everywhere. LG Capstar-Style. Geil. Geil. Die Liebe zum Detail. Sonntag ist das, Alter. Webbewerbung, die mir je unter die Augen gekommen ist. Man hat richtig gemerkt, wie diese Person für das Thema gebrannt hat. Wenn dieser Kandidat hier nicht dermaßen geeignet ist für das Format, dann weiß ich auch nicht. Er ist selber eingesprochen? Was schreibt ihr da, Chat? Was meint ihr denn mit problematischer Teilnehmer? Ah, shit! Ah, shit! Ah, Moment, ey, Digga, Chat. Was hier los? Was hier los? Stay, wie darf man das hier... Wie darf man das hier deuten, Fitzi? Weiß nicht, wer das ist. Imp hatte sich das Outfit von Janni B. geliehen, Freiraum B. Das ist ja mal highly beängstigend. Digga, wie geil ist das denn, Mann? Wie geil ist das denn? KuchenTV, also ich fand den Witz gar nicht mal so schlecht. Bruder. Wie geil. TreyMundoTV, Worte können nicht beschreiben, wie problematisch das ist. Akkurat. Das ist tatsächlich einfach, was ich sagen würde. Noch kannst du das Video beenden. Captain Drug. Warst du in Geschichte Kreide holen? Gottlos? Wirkt nicht wirklich unproblematisch. Hast du jetzt wirklich das Video pausiert, um dir den Chat in einem Animationsvideo anzugucken? Dann folg mir noch auf Instagram. Hast ja genug Zeit, Bruder. Ohne Witz, aber sowas von. Aber sowas von lese ich mir das alles durch. Natürlich nicht. Warte, ich kann es nicht ganz sehen. Sehr, sehr problematisch der Teilnehmer. Nice! Geht schon hart. Ey, das ist so geil, Mann. Es ist schon geil. Vor allen Dingen auch Seven vs. Web, just Trash Talk. Es ist halt diese, ne? Snitch. Nicht Twitch, Snitch. So, es ist halt geil, Mann. Es ist halt hammergeil. Mein Handy. Ja, moin, was geht? Wie? Du bist doch bei Seven vs. Web dabei? Ob man damit genug Geld verdient? Ich dachte, du hast genug Kohle. Ach, Digi, du weißt. Monte. Man sollte immer was auf der hohen Kante haben, Bruder. Man weiß nie. Eigentlich muss der Sound im Hintergrund gerade sein. So. Kippenstummel, kaputtes Auto. Nettie. Was kommt? Das ist Moldi. Oh, nee, Bruder. Nee, Junge. So, Leute. Wir sind gleich am Vorcamp. Der Bus mit den unwichtigen Nebencharakteren ist auch schon da. Viele haben ja die Gerüchte gehört, dass... Das ist so verrückt, Chat. Sascha und ich wollten uns direkt am Anfang unserer Pimmel zeigen. Viele haben ja die Gerüchte gehört, dass... Also in den Chat, wenn ihr auch mal den Pimmel eures Kumpels gesehen habt. Knossi, könntest du bitte mit dem verfickten Stream aufhören? Chat, was geht denn jetzt?
Mama Gemeinecke wird sauer. Uns in den Chat, wenn ihr auch schon mal sauer wart. Fresse, Knossi. Eins in den Chat. Ja, ja. Von mir aus. Viele haben ja die Gerüchte gehört, dass es Bären geben soll. Aber ich kann da eine Warnung geben. Genauso wie hier keine Dokumentarfilme irgendwelche Frauen belästigen, genauso gibt es hier auch keine Bären. Aha. Oha. Oha. Der Shade gegen Keeling. Der Shade gegen Keeling. Wichtig und richtig an der Stelle. Sportpulver. Wer passt denn auf deinen Teddybär auf? Ach, ich hab da jemanden organisiert, Digga. Der schuldet mir eh noch einen Gefallen. Und, wie habt ihr euch kennengelernt? Kuchen schuldet ihm noch einen Gefallen. Ey, Busfahrer, sicher, dass wir den richtigen Weg fahren? Wie geil ist das? Hört mal auf, den Busfahrer bei der Fahrt so billig anzuschnacken! Das ist gefährlich! Shit. Naja, ich wollte ja nur... Ihr seid jetzt mal ruhig auf den billigen Plätzen! Hä? Was willst du denn hier? Der WSR. Nur noch die Vögel im Haar. Halt echt. Fresh dankst du. Tot. Elotrix? Safe. Boah, nee, Digga. Safe ist das Elotrix. Safe ist das Elotrix. Das ist Elotrix, Mann. Das ist Elotrix. Jetzt haben wir uns mal aber richtig die Klautsnase aufgesetzt. Wie kommen wir hier aus der Scheiße raus, Fritz? Wieso, Fritz? Ich habe die Kiste nicht in die Pampa gejagt. Ey, wie wär's, wenn du nicht Leute andauernd so dumm von der Seite anschnacken würdest? Ich sag nur Vicky Vicky Favorum! Lirum, Larum, das spielt jetzt keine Rolle. Ich würde sagen, wir checken jetzt alle unsere Handys aus, ob jemand Empfang hat. Dann rufen wir ganz easy den Heli und zack, sind wir raus aus der Nummer. So, hat wer Netz? Nee! Nee. Fuck. Knossi, gib mir mal dein Handy. Du hast ja eben gestreamt. Ja, ja, warte, ich mach das schon, Fritzi. Was? Warum? Na, ich dachte, jetzt geht's los mit Seven in the Web. Das sind doch Handys verboten. Ein Scheiß geht jetzt los, Knossi. Selbstverständlich war das hier nicht der Plan. Aber wenn das nicht so laufen sollte, warum läuft denn da ein Vorspann? Was? Na da, der Vorspann. Der Vorspann? Herzlich willkommen bei der ersten Folge Seven vs. Web. Mensch, da sind unsere Helden ja in eine richtig ärgerliche Situation geraten. Der Bus ist hinüber, Handyempfang gibt es auch keinen, ja, und die Vorräte werden auch knapp. Kommen unsere Cringe-Fluencer da wieder raus? Cringe-Fluencer. Da haben die Spitzenverdiener ja nochmal Glück gehabt, dass sie nur nach Kanada wollten und nicht zur Titanic. Oh shit. Ey Carsten, Digga. Weißt du, was er meint? Ist Carsten, ne? Ich glaube, der Ehre hat sich inzwischen das Gehirn ausgestreamt. Leute, ich hab einen Plan. Wenigstens ein nochmal denken, na, Digga. Wir machen erstmal ein geschmeidiges Hit-Training, um Körper und Geist in Form zu bringen. Sicherlich, was der Huber. Wir werden hier alle sterben. Ich würde sagen, wir gehen einfach diesen Müllweg entlang, Digga. Denn wo Müll ist, sind auch Menschen. Da ich hier der Erfahrenste bin von allen, machen wir also das, was ich sage. Das Logo? Welches Logo? Und ich sage, wir machen es genauso, wie Monte es vorgeschlagen hat. Ich bin ziemlich sicher, dass es niemanden so schlimm erwischt hat wie uns. Was für Arschlöcher. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Zu meiner Zeit wurde man nicht mitten im Wald ausgesetzt, nur weil man einem Mädel mal in den Schritt gegriffen hat. Fick dich, Grab... Oh, shit! Ey, Kerstin, macht einfach keine Gefangenen. Ja, macht einfach keine Gefangenen.
Grabschling. Fick dich, Grabschling. Immer auf den Boden gucken, Jungs. Vielleicht findet man ja was, ja, was uns helfen könnte. Oh nee, Bruder. Man findet hier auch nichts Brauchbares. Ein Red Bull Creator Club Ticket. Eine Podcast-Spaßkassette. Red Bull Creator Ticket Pillow. Und hier nochmal Schleichwerbung. Und hier nochmal Schleichwerbung für seinen Podcast. Der Bruder, ey. Hört euch den an. Podcast-Spaß. Podcast-Spaß mit Podcast-Spaß. Folge 100 auf Kassette. Der Bruder, einfach jede Situation genutzt. Ja, richtig gut, ey. Richtig gut. Oh, warte. Hat wer Hunger? Tick-tack. Ich hab hier eine halbvolle Packung Tic-Tacs gefunden, Digga. Tic-Tac, also sorry, aber diese Aussage ist einfach highly beängstigend. Das können wir bitte erlangen? Die radikale Degeneration. Man kann schon festhalten, dass jeder hier recht radikal ist. Diese Drohung richtet sich nur gegen Frauen. Lieschwunde, können wir bitte diesen Kanal abonnieren, Uwe? Oh no. Jungfeldsalat, anekdotenhafte Evidenz, Digga. Und er macht halt wirklich keine Gefangenen, ne? Er macht halt keine Gefangenen. Könnte man halt einfach, das ist so schnell, als Bombendrohung wahrnehmen. Ich will ehrlich zu euch sein. Die Idee mit dem Müllweg ist total ins Leere gelaufen. Entschuldigung, aber das war mal ein richtiger Kackvorschlag, Monte. Hätten wir von Anfang an auf mich gehört, hätten wir das Problem nicht. Wir sollten uns schnellstmöglichst einen Schlafplatz organisieren. In ein paar Minuten geht die Sonne unter. Und dann sind unsere Aussichten schlechter als die Flirtversuche von TJ. Lol, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich will ja nicht flexen, aber ich habe letzte Woche wieder 10 random Girls angeschrieben, die ich bei TikTok gefunden habe. Und was soll ich sagen? Stand jetzt 0 Unterlassungsklagen. Und damit ist er nur der zweitpeinlichste Keck, wenn es ums Flirten geht. Oder sollte ich eher sagen, der zweitpeinlichste T-Keck? Hat sonst doch jemand was gefunden? Ich wusste nicht, was er damit macht. Ohne Scheiße, ich wusste es nicht. Er hat mich echt nur gefragt, kannst du das aufnehmen, so? Und ich war so, ja, gar kein Thema, so. Ich wusste nicht, was er damit macht, Alter. Wie geil ist das denn, bitte? Ich komm nicht klar, Mann. ADM1RAL-HipsterCheatX100. Wenigstens kriegt TJ jemanden ab, lol. Endlich wieder geile Unterhaltung hier, Mann. Ey, es ist geil, Mann. Ich lieb's doch. Wie geil. Gefunden, was wir brauchen könnten. Auf dem Weg haben wir alle was gefunden. Und zwar etwas für den Gluteus Maximus. Denn jeder Meter mehr ist eine gewonnene Fitnesseinheit. Nochmal schauen. Und ich hab was gefunden für die Lungflügis. Für die Lungflügis. Schon praktisch, dass die Dinger überall in der Natur rumliegen, Digga. Environmental Pollution. Digga, der Kerl achtet auch auf alles, ohne Witz. Und überall sind hier Kippen und Becher oder sowas im Hintergrund. Überall. Die Tech wird so rotieren. Nee, das ist alles hier hasserfüllter Content und so. Anzeige ist raus, so ein Ding ist das. Er wird das auf jeden Fall als Spaß wahrnehmen, auf jeden Fall. Denn er hat so viel Humor. Also, ich habe eine Cola gefunden und... Das ist ein Wasserknossi. Ich will's aber auch nicht trinken, Digga. Denn das ist so unklar wie eine Funkdoku. Oh, schade. Bis auf diesen kaputten Fidget Spinner war's das von mir. Knossi, das ist ein Kompass. Gott sei Dank. Wir kommen hier weg. Die anderen sind wahrscheinlich schon ganz krank vor Sorge. Ey, Trimax, wo haben wir eigentlich den Lustmolch gelassen? Den haben wir doch am Wegesrand rausgeschmissen. Hier auch wieder, Instagram-Capster-Style. Rein da. Und dann chillt er einfach. Ja, hat sich einfach selber reingepackt. Ey. Ich meine den mit dem roten Bart. Also ich glaube, das erfahren wir nur, wenn ihr da draußen auf Abonnieren klickt und ich wieder Bock hab, so ein Video zu basteln. Ach, nee, hat er frech. Ja.
gern geschehen, dass ihr die Folge gucken durftet. Mich würde es mega freuen, wenn ihr Podcast-Spaß auf dieser Spotify und oder Kassette pumpen könntet. Außerdem großen, großen Dank an Rudi, der nicht nur diverse Stimmen eingesprochen hat, sondern auch die Zwischenjingles zwischen den Szenen auf Gitarre eingespielt hat. ADM1RAL-HipsterCheatX100 Seitenhieb gegen T-Tech, Tic-Tac-Tray-Kappa. Digga, wie krass ist das denn, ey? Wer von Rudi sehen will, oder hören besser gesagt, der findet ihn ebenfalls auf Spotify. Der macht so ganz klassische 80er Jahre Horror-Rap im Stile von... Da bin ich! Ich bin irgendwo als Honorable Mention aufgezählt. Ja, mein Lebenstraum. Ich kann jetzt Feierabend machen. Geil. Horrorfilm, also ganz Standard eigentlich. Und großen Dank an... Ja? Ja, moin moin, Digga. Ja, Diggi, vergiss auf jeden Fall nicht zu erwähnen, dass... dass es auf meinem Kanal youtube.com/Noldimus auch ein ähnliches Video dazu gibt, im selben Stil. Das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Ehrlich, wer ist das? Gutes! Noldimus? Gutes! Kenn ich nicht! Aber wieder was gelernt! Wild! Geiles Video! Ich poste das jetzt hier in den Chat rein, so, und das muss durchgeliked werden. Das müsst ihr alle auf Dauerschleife nochmal durchgucken, damit wir auf jeden Fall einen neuen Teil kriegen. So ein Ding ist das. Da muss reingegangen werden. Da muss reingepumpt werden. Wichtig und richtig.